Ja, hallo zusammen, es geht gleich los. Ihr habt gesehen vorher, so Bastelmaterial, wir sagen den Pfeifenputzer, hast schon eine Grundlage, hier sind die Fasern schon dran. Ich probiere immer etwas Neues und das habe ich gedacht, das wäre cool. Dann sprüht ihr einfach das Ganze, die ganze Länge mit braunem Acrylspray ein und dann geht's los. Die Technik ist eigentlich immer gleich, ich habe ganz viel ausprobiert. Ihr könnt Büsche machen, Hecken, kleine Büsche, ist egal was. Mein Favorit ist, ihr schneidet irgendwie so 4, 5 Stücke ab und dann bindet ihr das wie so ein Blumenstrauß zusammen. Einfach einen feinen Draht nehmen. Kann man hier einfach die Äste auseinanderziehen. Der Acrylspray ist noch nicht ganz trocken, merke ich an meinen Fingern. Dann sieht das so aus. Und dann geht's weiter. Also, unser Sträußchen haben wir jetzt. Ich habe viel experimentiert. Ich nehme normal jetzt 4 und 9 mm Fasern. Jetzt sprühe ich alles ein und nehme mal 4 mm für den ersten Auftrag. Nicht zu dicht, weil ich möchte die 9 mm Fasern nachher etwas länger haben. Also, zack, das sind jetzt die 4 mm und nachher mache ich gleich die 9 mm. Also, die 4 mm haben wir nun, jetzt machen wir 9 mm. Zack, und unser Sträußchen ist hier fertig mit 9 mm. Jetzt lassen wir es trocknen. Es gibt ganz viele Materialien, die man einstreuen kann. Nano, Turf, Blätter und so weiter. Ich zeige euch verschiedene Materialien und verschiedene Büsche, die ich nachher gemacht habe. Also, unser kleiner Strauch sieht nun so aus. Jetzt kann man verschiedene Turf nehmen oder Blätter. Ich nehme jetzt hier einfach normale Blätter. Einfach wieder einsprühen. Die ganze Sache reinrieseln lassen. Zack, und fertig ist unser schöner Busch. Und jetzt zeige ich euch mal verschiedene Varianten, die ich gemacht habe. Ich wollte euch natürlich noch eine Variante zeigen. Wenn ihr kleine, einfach dichte Büsche machen wollt, dann schneidet ihr einfach ein Stück ab, dass ihr hier so ein Oval habt. Und dann macht ihr 4 mm oder 9 mm Fasern darauf, das spielt gar keine Rolle. Oder ihr lasst das einfach am Stück und macht eine Hecke mit 9 mm. Das ist auch kein Problem. Also hier sind jetzt unsere Büsche. Also den haben wir jetzt hier gemacht mit den 4 und 9 mm. Das sind jetzt einfach normale Blätter eingestreut. Dann hier, ich finde den ganz cool, das ist so mit Nano-Turf, das ist ganz fein wie Staub. Dann hier könnt ihr auch, jetzt wie ich gezeigt habe, mit dem Rundteil einfach dichte Büsche machen. Nach Blüten einstreuen und so weiter. Aber ich denke, es ist eine coole neue Variante für euch. Also ich finde die echt toll, diese Büsche hier. Ist eine coole neue Variante für euch. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Für Leute, die noch nicht meinen Kanal kennen und mehr über mich oder meinen Kanal wissen möchten, bitte den Kanal abonnieren und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr immer benachrichtigt. Und wenn ihr wissen möchtet, was für Büsche es noch gibt. Ich werde euch oben und unten eine ganze Playlist verlinken. Da könnt ihr mal auswählen aus Kokosfasern, aus Wattestäbchen, was es so alles gibt. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch ganz eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Ciao zusammen, euer Alex.